So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Mafia und dann wollen wir uns mal weiter anschauen, was hier passiert. Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sinnt der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauli kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich. Aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Na, super toll. Ich liebe ja diese Mission, wo ich jemanden nicht umbringen darf und vor allem, wo ich so still sein muss. So, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, was Waffen angeht. Tommy? Ah. Also wenn das Menü hier aufpoppt, dass wir Auto entfernen lassen können, dann heißt es, der hat nichts Neues für uns. Tom! Was brauchst du? Ja, okay. Erst quatscht er uns dumm von der Seite an und dann hat er offensichtlich doch nichts für uns. Also kein neues Auto von Ralphie. Hat aber da auch keins rumstehen. Hoppala. Aber was ist mit Vincenzo? Guten Abend, Vincenzo. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Tja, also waffentechnisch ziemliches Standardzeug. Also ein unfassbar inflationärer Verbrauch von Baseballschlägern in diesem Spiel. Als er nach hinten gegangen ist, habe ich schon gehofft, er würde mir so eine Thompson geben. Aber wir müssen wohl mit dem 1911er Colt vorlieb nehmen. Tja, und dann nehmen wir doch gerade mal unser schönes neues Auto, was wir vor kurzem erst geklaut haben.
mit dem nur Filmstars offensichtlich rumfahren. Auch wenn wir es von ganz hinten aus der Garage holen müssen, aber mein Gott, was tut man nicht alles für ein angenehmes Fahrgefühl. So, und wie der Meister buxiere ich uns hier raus. Ja, und dann sind wir schon in der Stadt. Also wir müssen den Salvatore abholen, der offensichtlich ein Safe-Knacker ist. Und uns hilft dann an die Ware ranzukommen. Ich mag irgendwie selten, bei GTA gab es das ja auch, oder in eigentlich jedem Teil gab es das. Ich muss mal kurz hier, ich habe ja den Tempomaten jetzt auf was anderes gelegt, auf die 2. Musste ich mich kurz umorientieren. Bei jedem dieser Spiele, Entschuldigung, Fahrstil, gibt es ja so Stealth-Missionen. Also wo man offensichtlich unbemerkt reinkommen muss in irgendetwas, und das scheint hier ja auch der Fall zu sein. Und so wirklich mögen tue ich das nicht. Ich bin übrigens auch kein Fan von Horrorspielen. Ich finde, sie sind geil gemacht, aber ich würde mir dermaßen in die Hose pinkeln, wenn ich auch nur ein Horrorspiel spielen müsste, dass es keine gute Idee ist. Und deswegen, ich mag es eigentlich immer lieber, wenn man seinem Gegner offen gegenübertreten kann, anstatt diese heimliche Mission, und wenn man entdeckt wird, ist irgendwie schon alles vorbei. Aber für euch und für den Fortgang dieser Geschichte werde ich es natürlich trotzdem tun. Und der erste Teil ist ja auch erstmal extrem entspannt. Wir müssen nämlich nur nach Hoboken, glaube ich, war das, und da den Salvatore abholen. Und ich versuche mir sogar noch abzugewöhnen, so oft auf die Karte zu schauen, sondern lieber ab und zu nach Polizisten Ausschau zu halten, die mich wieder wegen der roten Ampel dran kriegen wollen. Eigentlich kann ich ja auch mal den Tempomat ein bisschen ausmachen. Ach nee. Gerade sage ich es, da taucht auf dem Radar vorne das erste Polizeiauto auf. Aber man sieht schon, die anderen Autos sind wesentlich langsamer geworden, wenn sie den Berg hier hoch wollten. Und ich hoffe ja immer noch inständig, dass wir bald ein Auto haben, was da gar nicht mehr langsamer wird. Also die vollen 40 Meilen hochprügelt. Aber fürs Erste ist das, was wir hier ja haben, echt nicht schlecht, wenn man es vergleicht mit dem, was wir zum Beispiel für diesen Molotow-Anschlag gekriegt haben. Das war dagegen schon eher klapprig. Jetzt hoffe ich, dass ich weit genug weg bin, dass die mich nicht wegen der roten Ampel dran kriegen, und das hat offensichtlich funktioniert. Also ein erster kleiner Erfolg bei dieser Mission. Und wir sind dann auch schon bald da. Müssen ja wieder auf Musik verzichten, weil es eine Nachtmission ist, alles schläft. Auch die Band, die das offensichtlich immer live einspielt. So, hier ist das Stadion und der Salvatore wartet einfach um die Ecke. So, wo wartet hier? Ah, das ist offensichtlich da der Salvatore. Gut, der steigt direkt ein, das ist schön. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? Da so, oben. So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Ja, eine Stimmungskanone der Salvatore, ihr hört's schon. Und wir haben jetzt den Auftrag, da in diese piekfeine Gegend zu fahren, von der wir dieses Auto her haben. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Besitzer es nicht gleich wiedererkennt. Nein, tut er natürlich nicht. So realistisch ist das Spiel jetzt nur auch wieder nicht. Und wie ich ja schon vorher gesagt hatte, wir werden auch wieder nach Oak Hill zurückkommen. Und das meinte ich damit, diese Mission. Ich weiß nicht, ob wir nochmal nach Oak Hill kommen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber fürs Erste haben wir es ja jetzt schon einmal bei Tag und einmal bei Nacht gesehen. Wir können jetzt mal auch schauen, wie langsam dieses Auto hier wird bei dem Anstieg. Ja. Also ich hoffe, jetzt geht er gleich in den ersten. Ja, gut, ein bisschen mehr als 20 Meilen. Also der hier könnte immerhin, glaube ich, auch anfahren am Berg.
Was schon mal ein guter Vorteil ist. Und im ersten schafft er es sogar über 30. Ich fürchte nur, dass er gleich in den zweiten schaltet. Nee, tut er zum Glück nicht. Tja, mit 30 Meilen hier hoch, das passt schon, würde ich sagen. Haben ja eh keine andere Möglichkeit. Und dann hoffe ich mal, dass wir das hier sauber über die Bühne bringen. Wir dürfen ja auch, was ja ganz wichtig ist, wieder diesen Staatsanwalt nicht umbringen. Aus relativ verständlichen Gründen. Aber wenn er uns schon darauf hingewiesen hat, der Herr Salieri, wir kennen das noch aus den ganzen anderen Missionen, also wenn man einen Hinweis auf etwas bekommt, dann hat es meistens einen Sinn. Und dann schauen wir mal. So, da ist offensichtlich eine Eingangstür. Okay, da wären wir. So schön unauffällig direkt vor der Tür parken. Und dann wollen wir mal reingehen. Ja, und jetzt? Ich komme hier nicht rein. Wächst du es auf, Salvatore? Wird's versuchen, Chef. Ja, wozu hat man denn einen Schlossknacker dabei? Ist auch gar nicht auffällig. Ist natürlich auch wieder so, wenn jetzt hier Polizei vorbeikommt. Alles klar, Chef. Gut. Wenn jetzt hier Polizei vorbeikommt, dann ist es denen völlig egal. Nur wenn ich mich an der Tür zu schaffen mache, dann wäre es ein Problem. So. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Okay, also da oben läuft auf jeden Fall schon mal eine Wache, die uns glücklicherweise nicht sieht. Da hinten ist auch eine. Den Salvatore... Wow, 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 komm mit. Warte hier. Nein, nein, komm mit. Mir nach. Warte hier. Oh oh. Jawohl. Ich bin der ungekrönte Stealth-Meister. Also ich habe gerade noch gesehen, wie hier einer vorbeikommt. Ich konnte gar nicht kommentieren, denn ich war so atemlos. Also ich habe es tatsächlich geschafft, ihn hier in geduckter Haltung an dieser Statue zu platzieren. Ich lasse ihn auch erstmal hier, weil ich glaube, hier kommt erstmal niemand vorbei. Da hinten stehen zwei. Und der hat uns tatsächlich nicht gesehen. Und wir können seine Pumpgun nehmen. Die wir natürlich jetzt erstmal nicht einsetzen wollen. So, da hinten steht einer. Wichtig sind mir ja vor allem mal erstmal die, die laufen. Und der schaut nach da unten. Das heißt, wenn ich von hier komme, dann müsste ich den ja eigentlich erwischen können. Da vorne patrouilliert einer. Oh, Leute. Ich habe ständig das Gefühl, in jeder Sekunde könnte hier jemand... Das finde ich übrigens auch nicht so toll, dass der den Lauf nach hinten zeigt, wo ich ihn gleich ermorden will. Und... Jawohl. Das läuft schon mal. Also wir sammeln langsam Munition für die Pumpgun, was ich auch schön finde, weil mit der Pumpgun kann ich mich dann schön irgendwo verstecken. Und von da aus ballern. Ich kann mich zum Beispiel irgendwo hinter einer Ecke verstecken und jeden, der ankommt, einfach über den Haufen knallen. So, hier ist jetzt erstmal niemand mehr, sehe ich das richtig? Das heißt, theoretisch könnte ich den Salvatore auch hier mitnehmen. Da draußen, die zwei, die da rumstehen, die kann man ja wohl nicht einfach stealth-mäßig umlegen, weil ich kann ja immer nur einen mit dem Baseballschläger erwischen. Hier ist noch einer. Aber hier hinten ist erstmal sauber. Das heißt, als erstes verfrachte ich mal den Salvatore nach hier. Nicht, dass dem da hinten noch irgendwas passiert oder der sich eine Erkältung zuzieht. Mir nach! Ist auch schön. Okay. Also so wie ich das jetzt sehe, mit meiner absolut unexpertenhaften Meinung. Ja, komm her.
Und jetzt... Warte hier. Ist nur noch dieser eine Typ da ein Problem? Der da semi-intelligent... Aber der läuft halt auch leider. Können wir mal so betrachten. Der kommt da immer wieder diese Treppe hoch und runter gelaufen. Das heißt, im Idealfall warte ich drauf, dass der die Treppe runterkommt und bringe ihn dann um. Leider kann ich nicht speichern. Sonst würde ich, wäre das ein guter Punkt, wo ich mal speichern würde. Der wartet da vorne auf jeden Fall eine Weile. Das heißt, ich warte jetzt erstmal hier. Ja, direkt unter der Laterne ist natürlich auch nicht so toll, gell? Na gut, ich versuche es jetzt einfach mal hier, wenn der die Treppe runterkommt. Ah nein, scheiße. Wow, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich beobachte erstmal, ob der tatsächlich nach da vorne geht oder nicht doch auf diese Ecke hierher kommt. Und deswegen nehmen wir den Salvatore auch erstmal hier hin. Na komm. Warte hier. So, dass wenn der hier an die Ecke kommt, dass er ihn nicht hier sitzen sieht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht zu vorsichtig bin. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie weit der Sichtbereich von denen geht, aber ich will mal ein bisschen nach gesundem Menschenverstand gehen. Eine Sache, die auf diesem Channel sehr, sehr selten nur passiert. So. Ziemlich stealth-mäßig bin ich jetzt hier gerade rausgerollt und der Typ hat irgendwie keinen Bock runterzukommen. Okay, jetzt kommt er offensichtlich. Tja, jetzt heißt es natürlich warten. Ich wusste es doch, der kommt hierher. Ah, okay. Aber nur kurz. Das heißt, jetzt können wir ihm hinterhergehen. Oh Gott. Ich würde so gerne rennen, aber er wird sich wahrscheinlich umdrehen dann. Ich weiß, dass er da vorne lange stehen bleibt und ich muss jetzt einfach mich zurückhalten, zu ihm hinzurennen und einfach ganz entspannt hinter ihm herlaufen. Das hat funktioniert, obwohl der schreit wie ein Blöder. Puh, so Glück gehabt. Also die beiden da werde ich jetzt erstmal ignorieren. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist. Und mir Salvatore schnappen und jetzt in die Villa hier reingehen. Leichen abtransportieren oder so kann man in dem Spiel sowieso nicht. Mir nach! Deswegen müssen wir die jetzt alle einfach mal da so liegen lassen. Und hoffen. Ich meine, er hat ja gesagt, die Villa ist leer. Oh oh, da ist jemand. Komm, 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 komm. Oh oh. Scheiße, lass uns abhauen. Warte hier. Du wartest jetzt erstmal hier. Tja. Oh oh. Scheiße. Hast du mich gesehen? Ich höre Schritte. Naja, sind offensichtlich nur meine eigenen. Also ich versuche jetzt hier mal reinzugehen und dieser Haushälterin offensichtlich eins überzuziehen. Oje, oje, oje. Na komm schon. Ich lass dich nicht raus. Nein, nicht nicht weglaufen. Ah, scheiße, scheiße, die rennt raus, die rennt raus. Wache, hier ist ein Einbrecher. Verdammt. Jetzt? Okay, die da hinten sind... Okay, okay. Die da hinten sind schön flauschig geblieben. Puh. Die hat mich beinahe auffliegen lassen. Komm mit seiner Tore. Also ich hoffe, dass das Haus ansonsten weitestgehend leer ist. Das war jetzt natürlich ein Fail, wie ich die umgebracht habe. Oh oh, scheiße, 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 scheiße. Da vorne laufen ja richtig Leute rum. Oh oh. Ja, hier ist auch nicht viel besser. Gibt es hier nicht noch einen anderen Weg?
Das sieht gut aus. Ich will nicht unbedingt über die Vordertreppe hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein richtiges Labyrinth. Das ist ja mehr Zimmer als das. Das ist ja das Arbeitszimmer. Sieht nicht so aus. Gut wäre natürlich irgendwo. Für den Fall der Fälle. Ah, jetzt sind wir also hier oben. Ich will trotzdem nicht da in die Halle. Für den Fall der Fälle ein Medipack zu haben. Ja, ja, schöne Rolle. Ah, das hier sieht irgendwie... Nee, das sieht aus wie eine Bibliothek hier eher. Ei, wo sind wir denn? Ah, hier sind wir wieder im... Vielleicht müssen wir aber auch darüber. Hier ist auch kein Medizinschrank. Naja, gut, wobei... Was war das? Hauptsache, die kommen jetzt nicht hierher. Na gut, ich denke, ich muss es riskieren, hier durchzulaufen. Hallo Schatz, wie war dein Tag heute? Oha, die sieht uns nicht, die hat eine Gurkenmaske auf. Bäm! Oh nein! Da konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen. Ich denke mal, die ist nicht tot, die ist K.O., oder? Ich weiß es ja nicht. Ah, offensichtlich die Zimmer verbunden. Tja, wer eine Gurkenmaske auf hat, der kriegt nicht so viel vom Leben mit. Lasst euch das eine Warnung sein, liebe Jungs und Mädels da draußen. Tja, hier ist es auch nicht. Das ist wahrscheinlich der da hinten. Ah, das... Ah, aha, guckt mal hier. Ja, komm, Salvatore. Warte hier. Nicht warten. Mir nach. Hier, guck mal, da. Jetzt zeig mal, was du kannst, Salvatore. Okay, Chef. Und wir machen an der Stelle eine kurze Folgenpause, die für euch ein bisschen länger dauert als für mich. Und sehen uns dann zur nächsten wieder bei Mafia.